Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, ist okay, ist okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Heute spielen wir wieder eine kleine Runde Spike Rush. Und das haben sich welche gewünscht, denn das haben wir schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und ich dachte mir, als Special, sage ich jetzt mal, nehmen wir deswegen extra den... Das fängt schon mal schlecht an. Das fängt sehr, sehr schlecht an, muss ich sagen. Aber wir dachten, wir nehmen einfach den neuen Charakter, den habe ich nämlich neu freigeschaltet. Und dachte ich mal, probieren wir das Ganze mal aus. Ich habe im Moment echt sehr viel Pech, muss ich sagen. Ich hatte mehrere Runden ausprobiert und jedes Mal, entweder wurde er mir weggestealt, oder dann gab es andere Sachen wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel, dass mir... Oh, ich dachte, die sind da noch in der Ecke. Oder dass ich da Pech mit den Gegnern hatte. Aber wir sind gute Dinge, diesmal muss es einfach klappen. Wir versuchen hier... Okay, sollen wir es riskieren? Wir riskieren es. Wir haben es riskiert, wir haben es geschafft. War chillig. Chilliger Anfang? Ist ja ein guter Anfang. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich gerade freue. Jedes Mal, keine Ahnung, seit wie vielen Runden versuchen wir nur eine gute Runde aufzunehmen. Ich glaube locker, ich habe 4 Videos schon aufgenommen. Ich habe manchmal... Oh ja moin. Bestes Team. Beste Jungs. Ihr seid es. Ihr seid die Besten. Aber es war echt ein Struggle. Und ich habe echt sehr, sehr gute Sachen auch geplant. Ich muss sagen, ich habe ein paar Projekte vorbereitet. Man muss sagen, einerseits... Ich kann eins schon mal spoilern und da bin ich echt gespannt auf eure Meinung, wie das aussieht, denn die Sache ist, das hängt auch von euch ab, wie das ist. Ich habe mir nämlich vorgenommen, Mitte Februar oder so wird das anfangen, denn ich habe jetzt im Moment, wird noch nicht so viele Videos kommen, weil ich noch ein paar Sachen erledigen muss leider. Das ist nicht meine Wahl, ich muss es einfach leider machen. Aber wenn ich das fertig gemacht habe, dann könnt ihr euch wieder auf guten Shit freuen. Oh, ja, den haben wir auch mitgenommen. Warte, wir versuchen jetzt einfach mal, ja, gehen wir da mal lang, chillig. Es ist auf jeden Fall im Februar was geplant, dass ich, das kann ich schon mal so erzählen. Ich möchte versuchen, jeden Tag ein kleines Video hochzuladen. Ich sag nicht irgendwie was Großes oder irgendwie was Besonderes, aber einfach ein chilliges kleines Video, das euch ein bisschen den Tag versüßt. Und für mich ist das auch eine kleine Art wie so ein Experiment, weil ich fände das richtig krass zu sehen, wie sich das auf den Kanal auch irgendwie auswirkt, auf die Community und so weiter. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich muss ja sagen, ich will mich da wieder nicht nur auf Valorant fokussieren, aber da wird natürlich auch ein bisschen Valorant kommen, so wie immer. Aber ich werde auch in den nächsten Tagen wieder was anderes bringen. Da haben wir auch... Oh, das war mein Fehler. Das war... Ey, als ob mein Team hier alles macht. Das kann nicht sein. Ich muss sagen, ich habe da auch wieder was Cooles gemacht. Also die nächsten Videos können... Oh, der ist da unten, wir haben ihn. Ja, moin, ich habe mich selber geblendet, wie lost kann man nur sein. Und mein ganzes Team macht alles, ich mache gefühlt nichts mehr. Aber ich sag euch, es gibt genug Abwechslung, es wird weiterhin Valorant kommen, keine Angst, keine Panik. Aber wir wollen natürlich auch neue Spiele ausprobieren, neue Leute kennenlernen, neue Sachen ausprobieren, einfach alles ein bisschen. Und das sollte, glaube ich, jetzt in nächster Zeit auch funktionieren. Ihr könnt euch freuen, es kommt sehr viel Content dieses Jahr, glaube ich. Und ich sag mal so. Wenn die jetzt, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich messern werden. Nein, die messern nicht. Ehrenlos. In meinen Augen ein bisschen ehrenlos, dass sie nicht messern wollten, wenn die selber Knife schreiben. Aber naja, da müssen wir durch. Okay. Den nehmen wir mit. Den, okay, ja. Ich wollte Knife Round machen. Die haben geschossen. Ich kann da nichts für, ne? Muss ich jetzt nochmal ganz gut sagen. Das Problem ist, jetzt in der Runde haben wir jetzt nicht wirklich austesten können, wie krass der Typ hier abgeht, der neue. Aber... Okay, ja, ne, okay, das war verkackt. Wir wechseln hiermit. Okay, wir blenden ihn einfach. Ja, okay, wir haben den ersten Sieg geholt. Zweite Runde kommt dazu. Was ich auch sagen musste, ist, letztes Mal wurde auch wieder nachgefragt, wann würde wieder eine Real-Life-Story kommen. Und das hat mich so krass gefreut, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wenn ich sehe, dass etwas gut ankommt, ich freue mich immer so heftig, wie so ein kleines Kind. Muss man sich echt vorstellen, wie so ein kleines Kind im Süßigkeitenladen, denke ich mir dann so, jawohl, geil, denen gefällt das, was ich mache. Und das ist ja auch mein Ziel, sagen wir mal so, ne? Und deswegen, ich habe auf jeden Fall immer was Kleines vorbereitet und ich habe einiges vorbereitet dieses Jahr. Also ihr merkt schon alles am Plan, Mahn und so weiter. Aber wir werden auf jeden Fall... Oh shit, da kommt jemand. Der kommt. Also dieses komische Ding da. Es kommen auf jeden Fall 3 Real-Life-Stories, die schon fertig geplant... Ey, ich habe mich eingetötet. Was ist das denn hier, Mann? Drei Real-Life-Stories sind schon in Vorbereitung. Und das dicke Ding, was auch natürlich schon geplant wird, weil wir gar nicht mal so krass weit entfernt sind, ist das 100-Abo-Special. Das soll natürlich auch nicht das Hepsäcke sein, denn ich versuche mich natürlich dann jedes Mal ein bisschen zu
verbessern von den Abonnentenzahlen, wenn dann mehr kommen, dann immer heftigere Sachen rauszubringen. Aber ich habe da schon eine kleine Idee, was ich machen möchte. Und ich glaube, das könnte auch ganz interessant und spannend für euch sein. Hängt natürlich davon ab, wie interessant das Thema für euch ist. Kommt der hier? Kommt der? Ja, komm. Oh, ja. Oh, ich wollte mich gerade wegteleportieren. Ich muss ja wirklich sagen, wir konnten jetzt nicht einmal wirklich die richtige Ult ausprobieren. Das finde ich gerade ein bisschen störend, würde ich mal so sagen. Aber was ist denn jetzt hier los? Ja, ey, der eine Phönix, ne, der hat da auch Moves drauf. Das ist ja mega nervig. Okay, wir gehen mal hier hin und helfen unserem Kollegen. Warte, Operator können wir nehmen. Ich glaube, ey, sollen wir das probieren? Wir versuchen es einfach mal. Wir nehmen die Operator mit, weil ist eh gratis. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig sein. Ja? Wenn da jetzt einer von oben kommen würde, wäre natürlich chillig. Okay, schicken wir den mal los. Der Juru, der könnte eigentlich... Boah, alle gegen mich. Nein, ey, jetzt bin ich nervös. Ich bin viel zu nervös. Ich hätte die nicht nehmen sollen. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, ist okay. Oh mein Gott. Ey, das war das Heftigste der ganzen Nation Geschichte. Ich ohne Spaß. Oh mein Gott, was war das bitte für ein Hit? Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. Ich muss ja wieder sagen, das ist so ein chaotisches Video. Das ist wirklich jedes Mal für mich dasselbe. Ich habe immer so chaotische Sachen unterwegs. Jetzt machen wir, aktivieren wir wieder alles. Ja, guck mal. Die sind jetzt gleich ganz verwirrt. Wir teleportieren uns nach vorne. Ja. Oh, no way. Krass. Ich bin schockiert. Das war strong. Es war nicht alles so geplant, wie ich wollte. Aber man muss sagen, mit dem Typen, wir können schon ein bisschen damit umgehen. Und ich habe echt wieder vorhin gedacht, so ein chaotisches Video von mir, das kann nur von mir kommen. Oh, verkackt. Oh, shit, wir haben es verkackt. Was kann man... Phantom. Hey, Bro. Ich dachte, das ist auch noch ein Gegner. Ich habe den noch angeschlossen wie so ein Dev. Würde ich einen Clan eröffnen, muss ich mal echt sagen, dann würde ich den, glaube ich, Chaotix oder sowas nennen. Also mit so einem Z am Ende, damit das nochmal die Coolness mitnimmt. Ah. Blenden. Ja, haben wir. Komm, ich aktiviere die Ult, um zu zeigen, wie das aussieht. Und da hinten ist der. Wir gehen durch. Er sieht uns nicht. Wir gehen hier hin. Wir spawnen uns, verstecken uns. Zeigen, wo wir sind. Huhu. Oh mein Gott, er hat uns geholt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze hier gleich schneiden werde, weil das ist so ein krass chaotisches Video. Ich hatte ja wirklich schon viele so, die chaotisch waren. Aber ich war gerade einfach verwirrt und dachte, die Runde wäre schon vorbei. Ich habe einfach gerade schon die Abmoderation komplett gemacht und habe gesagt, dass das Video vorbei ist, obwohl ich nicht mehr wusste, dass es einfach noch eine Runde geben wird. Aber ist kein Problem. Ich hätte vielleicht doch trotzdem... Die Planetenmeier. Ja, okay. Ich hätte das anders machen müssen. Aber ich bin einfach, heute ist wieder so ein Tag, ich weiß es nicht. Ah, nein. Okay, jetzt kann ich sauer sein. Diesmal kann ich wirklich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.